herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deponia 3. Goodbye, Deponia. Bye, bye. Naja, bisher haben wir es ja noch nicht geschafft, aus Deponia raus oder von Deponia wegzukommen. Na, vielleicht wird das jetzt unsere letzte Gelegenheit. Tja, wir haben ja gerade erst Gold wieder beisammen. Und jetzt müssen wir unbedingt auf dieses letzte Hochboot in Porta Fisco an der unteren Aufstiegsstation, damit wir mit ihr nach Elysium reisen können und die Sprengung Deponias verhindern können. Oder sollte es doch zur Sprengung kommen, wenigstens mit ihr und auf Elysium nach Utopia fliegen. Ja, das wäre Rufus wahrscheinlich das Liebste, was irgendwie passieren könnte. Naja. Auf jeden Fall gehen wir mal davon aus, dass Rufus sich wieder einen ganz, ganz tollen und unfehlbaren Plan überlegt hat, mit dem es uns auf jeden Fall gelingen wird, nach Elysium zu kommen, oder? Oder was meinst du? Ja klar, und den schauen wir uns jetzt an. Bling! Sehr gut! Also, wir haben diesen... Abdruck eines wunderniedlichen Schmetterlings und können damit vielleicht bei der Therapiepraxis Fortschritte machen. Welcher Art auch immer. Das ist vielleicht nicht ganz klar. Vielleicht so, dass wir uns einen Strick kaufen und damit dann irgendwas machen können. Soll ich ihm den jetzt einfach geben? Ja, mach mal. Oder zeigen? Was erkennen Sie auf diesem Bild? Einen Patienten, der versucht, den Spieß umzudrehen. Jetzt sind Sie der Verrückte. Ich glaube, Sie haben den Sinn dieses Tests nicht ganz verstanden. Verrückt, 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 verrückt. Verrückt. Ach, herrje. Völlig unbeeindruckt, der Typ. Okay, anscheinend nicht. Müssen wir den jetzt echt dazu bringen, dass er wahnsinnig wird und sich einen Strick kauft? Der Therapeut? Ja. Meinst du, es gibt vielleicht noch mehr davon? Weiß ich nicht. Ja, nee, wir haben keine Druckerschwärze mehr. Ah, shit. Ach, du Schande! Warte mal, wo war der eigentlich? Ich weiß es irgendwie nicht. In der Kiste gerade, genau. Ne? Oder an dem Gulli auch. Wah! Hilfe! Oder gar nicht? Ach ja, wir wurden ja gefangen genommen mit ihm. Ach, shit! Bei den Kisten. Wir haben noch einen Rebellen aufgegriffen. Noch einen? Aber das ist ja wieder derselbe. Er muss irgendwie entkommen sein. Hä? Ich bin doch zum ersten Mal hier. Sehr lustig. Los, sperrt ihn zurück in seine Zelle. Zwoop. Die Diagramme. So ein bisschen. Das Balkendiagramm geht verändert sich mir so ein bisschen. Was macht der denn da? Upsa. Und da ist er weggesperrt worden. Hey. Hallo. Uhuhu. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Ich habe Hunger. Das liegt wohl daran, dass du dein Frühstück nicht angerührt hast. Warte, ich öffne den Essenschacht. Oh, Essen. Muss mal. Schon wieder? Na gut. Aber verplemper nicht wieder so viel Klopapier. Wir haben das Lager schon aufgelöst. Heißt das, wenn irgendwer die Planetensprengung verhindern würde, hätte der Organ nun kein Klopapier mehr? Das mag man beklagen, aber so sieht es aus. Super. Wenn das keine Motivation ist, Deponia zu retten, dann weiß ich auch nicht. Ich will meinen Anwalt sprechen. Dein Anwalt? Anwalt? Wer soll das sein? Eigentlich wollte ich mich selbst verteidigen. Na gut, dann sprich halt mit dir selbst. Aber nicht länger als 10 Minuten, verstanden? Ich verlange eine saubere Zelle. Das ist eine saubere Zelle. Und ich bin sehr stolz darauf. Wir verfügen hier über die neueste Reinigungstechnik. Die Decken sind fusselfrei. Der Klostein schmutzabweisend und ich habe gerade erst vorhin den Teppich schamponiert. Wow, im Dienste des Organon macht ziemlich einsam, was? Du hast ja keine Ahnung. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Das stört mich nicht. Zumindest solange du nicht auf den Teppich kotzt.
Ich will hier raus. Vergiss es. Ach, nichts. Dann stör auch nicht. Richtig. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Kaffee, ein Bagel und Pfeffer. Wie jetzt? Keine Marmelade? Das verstößt ja gegen die Genfer Konvention. Die Genfer Konvention. Ohne Decke. Hilfe! Nee, du bist einer meiner Klone, ne? Als Cletus verkleidet. Oh, bitte. Sag nicht, dass es dich jetzt mehrfach gibt. Sehr gut. Da beherrscht einer seine Rolle als schmieriger Popanz. Popanz? Ja, nicht wahr? Genau. Aber wenn du ich bist, wie haben sie dich dann schnappen können? Wahrscheinlich so wie dich. Ich wurde viel lässiger geschnappt. Außerdem habe ich schon einen Plan, wie wir herauskommen. Gib dir keine Mühe. Ich habe schon alles versucht. Tja, aber ich habe noch ein paar neue Tricks auf Lager, die du noch gar nicht kennst. Obwohl wir dieselbe Person sind? Bruno, beobachte mich und lerne. Watch and learn. Oh, Klostein. Was haben wir denn da? Ein Klostein. Ganz schön unbesonnen vom Organon, mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. Kleinod chemischer Kriegsführung. Oh, Zahnpasta. Hallöchen, Popöchen. Ist da eine Zahnbürste auch? Ja. Na, offensichtlich, Rufus. Wo bleibt denn jetzt deine super-duper-Hyper-Rettungsaktion? Entspann dich, ne? Ich werde uns im Nu befreit haben. Was haben wir denn jetzt? Ein Bagel? Yummy. Können wir uns jetzt nicht hier... Guck mal, wir haben doch schon... Genau. Das ist so ein lausiger Ersatz für eine Pastete, eine Pastete basteln. Der Hunger treibt's rein. Und dann, genau. Ja, weiter. Oh, das sieht so lecker aus. Die macht krank, ne? Die macht krank, genau. Und dann... Essen? Fehlt nicht noch Staub? Das darstellen. Das ist alles Teil meines Fluchtplanes. Ach, ja. Ein Bagel? Was hast du vor? Ist es eine Metapher dafür, dass du dich verkrümeln willst? Du weißt schon, dass das nur eine Redewendung ist, oder? What's up? Noch sind das alles ungebackene Brötchen. Stimmt, wir brauchen Staub. Warum kann er den nicht trinken? Hä? Alter Staubsaugerbeutel. Schön, dich wiederzusehen. Tröte. So einen alten Kumpel? Sowas. Ne. Der hatte tatsächlich Staub dabei, ist das zu glauben. Gib erstmal den Kaffee um den Teppich. Was soll das darstellen? Na was wohl? Unser Ticket in die Freiheit. Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir damit sehr schwer fallen wird. Und wenn sie dich dann auf die Krankenstation bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und werde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe ohnehin einen mächtigen Kohldampf. Nein, warte. War das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Es könnte dir so passen, du Halunke. Gib sofort den Bagel heraus. Stopf rein. Upsi. Was hast du getan, du widerwärtige Kanalbazille? Hast mich vergiftet! Bravo! Sehr überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe. Die ist super. Die ist echt gut. Mir ist schlecht. Soll ich das sein? Wer denn sonst? Warum verstellst du deine Stimme? Vertrau mir, wo ich doch so ein hervorragender Stimmenimitator bin. Ja, aber... Was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du noch weiter so rumnervst, werde ich... Also das ist doch... Du verdammter Idiot! Was hast du mit meinem schönen Teppich gemacht? Ab auf die Krankenstation mit dir! Aber sofort!
Du? Per Knopfdruck. So, und jetzt die Zelle lüften. Das war ja einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Nur schade, dass es nicht zu der Verfolgungsjagd auf Jetskis gekommen ist. Hä? Geil, der spielt die ganze Zeit Pong, jetzt sehe ich das erst. Hast du es gesehen? Pong? Was? Ja, der spielt Pong auf seinem Monitor, auf seinem großen. Ach so! Ah, oh, ist das, ich habe hier nur diese Diagramme gesehen, die sich verändert haben. Da pennt einer. Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist. Und unten liegt Cletus in der Krankenstation. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Hä? Naja. So, verstopfen die dann, wenn der aufgeht? Vermutlich. Den Kriechgang. Ah. Hä? Ach, da unten sind wir jetzt. So. Lada. Das geht mir noch nicht schnell genug, Oppenbot. Ulysses darf keinen Verdacht schöpfen. Ich will dabei sein, wenn er erfährt, dass die Armee, die er eigentlich zusammen mit diesem Drecksplaneten sprengen wollte, mit an Bord ist. Und unter meinem Kommando Elysium einnehmen wird. Ulysses ist nicht dumm, Herr Amtmann. Immerhin dumm genug, um zu glauben, dass sich 11.000 Organons einfach so freiwillig sprengen lassen, ohne sich zu wehren. Ja, das ist dumm. Wann bekomme ich eigentlich meine Kopie der Aufstiegscodes? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Sie bleiben natürlich hier. Ach ja, natürlich. 11.000 Organons. Was hatte Argus also gemeint? Ich habe sowieso keinen Augenblick daran geglaubt, dass er Deponia retten will. Und jetzt hat er die Aufstiegscodes. Ich muss mich beeilen. Er bringt bereits seine Truppen an Bord. Ein weiteres Problem, um das ich mich später kümmern werde. Stör ich? Rubusch, welch eine Freude, dich zu sehen. Du kommst gerade rechtzeitig. Na, wen haben wir denn da? Noch ein Mitstreiter im Kampf gegen die Unterdrückung? Das ist Rufus. Ich hab dir von ihm erzählt. Wow, wirklich? Der Rufus? Wenn das kein gutes Omen für unsere Unternehmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin Cowboy Dodo. Du kennst mich vielleicht aus dem Kommunalfunk. Und das hier sind Cindy, Hottie und Cutis. Er hat sich unseren Namen gemerkt. Ich will nichts verpassen. Alle mal herhören. Ich bin hier die Hauptperson, okay? Also, was soll ich tun? Wie ist der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus' Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Verstehe. Innerhalb der üblichen Toleranz. Aber jetzt bin ich ja da. Also rück mal ein Stück. Der Mann gefällt mir. Warum stimmen wir nicht einfach ab? Ich bin für Rufus. Ich bin auch für mich. Ich weiß ja nicht. Haben wir da nicht einen Strick gebraucht? Nein, Cowboy Dodo soll das machen. Er ist der beste Mann für den Job. Er ist überhaupt der beste Mann. Und Janosch ist natürlich für mich. Mann. Tja, dann haben wir einen Putt. Aber bevor wir uns hier noch streiten, vergiss nicht, dass es auch ein wichtiger Job ist, die Kurbel zu bedienen. Die Kurbel? Ich bin doch hier nicht der Kurbel-Heini. Vergiss es. Ich verlange eine neue Auszählung. Es fehlt nämlich noch wer. Ich bin sofort zurück. Aha. Den müssen wir da jetzt noch holen.